Überlebensarmbänder mit Paracord gibt es viele. Ein treuer Fan hat mir dieses Teil hier zum Testen zugeschickt und hat gemeint, Reini, schau dir dieses Steinbock-Teil einmal an, da ist ein Feuerstahl dabei und ein Pfeiferl und auch dieses Messer. Und was ist da deine Meinung? Und ich habe eine Meinung. Und wenn du die wissen willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier von waldurlaub.at, von unserem Buschkraftareal. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun. Und die Frage ist, was kann dieses Teil? Steinbock 7 steht da drauf. Und ich bin, was solche Armbänder betrifft, immer sehr skeptisch. Ich mag Multifunktionalität, also so Multitool-mäßig. Das ist alles super und cool und wunderbar. Aber es muss gut gemacht sein. Von der Verarbeitung her ist das durchschnittlich. Das Paracord kann ich jetzt nicht beurteilen, ob es ein tolles Paracord ist oder nicht. Aber was man sich da gleich einmal anschauen kann, das verdreht sich hier. Das heißt, es ist nicht allzu stark geknüpft. Vielleicht ist das Absicht, weil du musst dir vorstellen, das Tragen ist nicht sehr angenehm, möchte ich auch gleich dazu sagen. Du musst dir ja vorstellen, du hast jetzt hier dieses Armband. Wurscht jetzt. Ja, ich krieg's jetzt nicht hin mit meinen Wurstelfingern. Auf jeden Fall. Und dann hast du auf beiden Seiten, das ist im Endeffekt nicht rund, sondern das ist eckert. Ja, du hast das hier eckert, ne? Im Endeffekt. Und das geht um deine Hand, das ist sehr unangenehm zu tragen, finde ich. Und dann gleich einmal das eine Pfeiferl. Ist in Ordnung, ja, ist in Ordnung. Ich mag Pfeiferl, da gibt es viele Möglichkeiten. Das kann man am Rucksack haben, das kann man einstecken haben. Eine Signalpfeife ist nie verkehrt und das ist super und wunderbar. So, der Feuerstahl. Ich finde die Idee, dass man einen Feuerstahl dabei hat, auch gut, weil das Wärmemanagement in unseren Breiten ganz weit oben steht bei einem Notfall, sofern es kein Erste-Hilfe-Notfall ist. Ja, so, gut. Und daher ist da so ein kleiner, aber feiner Feuerstahl-Dingsi eingebaut. Sehr gut. Der ist nicht groß genug, um wirklich vernünftig arbeiten zu können, aber er ist besser als nichts, wenn man kein Feuerzeug dabei hat. So, aber dann und jetzt kommt's. Alter, wie mein Ostösterreich sagt. Eieiei. Schau mal her. Da ist der Schaber. Der ist mit dabei und wenn du da genau schaust, dann sind da so Zahnungen drauf. Und wenn du sagst, ja Reini, und das ist doch voll schön, voll cool, dann sage ich, was haben die überhaupt nachgedacht? Der muss ganz glatt sein, der muss scharf sein, muss glatt sein, denn so kriegt man keinen vernünftigen, schönen, guten Funken zusammen. Natürlich funkt das hier, aber da muss der Zunder hundertprozentig vorbereitet sein und gut aufbereitet sein und er muss trocken sein, damit das überhaupt funktioniert, ja? Weil du gar nicht genügend Material davon runterkriegst. Das hier ist ein Schwachpunkt. Und ich finde es auch schwach, dass es Hersteller gibt, die hier gutes Branding machen und vermarktungstechnisch alles cool auf Amazon und bla und bi und bo und dann so ein Schaß mit Quasteln transportiert. Es wäre vollkommen wurscht vom Preis oder sonst was. Das ist einfach nur Müll. Ärgert den Reini. Aber es ist so. Das ist hier eingebracht. Ja, ist wirklich hier eingebracht, das ist gut gemacht. Man könnte jetzt auch hergehen, wenn man sich traut und jetzt so arbeiten, ja, damit man es besser halten kann. Dann ist halt die Scheide, also das Messer frei und nicht in der Scheide. Das muss man sich trauen, aber egal. So viel einmal zu dem. Feuerstahl, okay. Ausführung vom Striker, Katastrophe. Katastrophe. Besser als nichts, aber es wäre besser gegangen. Das Messer. Die Funktionalität hier ist auch ziemlich einfach, da drückt man da drauf und dann gibt es das Messer frei. So, dann hat man hier etwas, wo man schlagen kann oder ich weiß nicht, was die Idee ist. Nein, ist kein Selbstverteidigungstool. Ich komme dann auch noch wegen versteckter Waffe drauf, aber dazu später. Und dann kann man das Messer so in dieser Art und Weise halten, aber es sollte halt scharf sein. Leute, wenn da jemand zuschaut, wenn du überhaupt eine Sprache verstehst, ja, das ist die nächste Frage, aber unabhängig davon, ja. Sagt den Chinesen, die das produzieren, dass sie eine scharfe Klinge herstellen sollen und nicht so ein Schaß mit Quasteln. Das ist ein Schaß mit Quasteln und das lässt sich auch nicht vernünftig nachschärfen. Das ist das Nächste. Sakra Haxen noch einmal. Das lässt sich nicht vernünftig nachschärfen, dieser Kackstahl. Wenn man schon auf so eine Idee kommt, und ich finde die Idee ja grundsätzlich gar nicht so schlecht, da komme ich gleich dazu, dann soll die Ausführung nicht nur gut ausschauen am Produktbild, sondern auch eine gute Ausführung sein in der Praxis. Das ist ein Buh. Ein Buh. Ja, natürlich ist auch das besser als nichts, aber ernsthaft. Man könnte das ja jetzt gut nehmen, ist alles schön, man hat einen Griff, das ist super, aber es ist nicht scharf genug. Also das ist wirklich, das ist nichts. Ja? Wenn ich das bei einem scharfen Messer mache, rinnt das Blut runter. Da ist nichts, nichts einfach. Fürchterlich. Das macht den Reini zornig. Nein, ernsthaft. So, sonst hält das gut, also da kann man auch ein bisschen einen Druck drauf machen. Wenn ich da jetzt wirklich komplett voll anziehe, ich wüsste zwar nicht, warum das passieren sollte, dann gibt es das irgendwann einmal frei, die Arretierung, aber so normaler
gibt es da nichts. Also das passt alles ganz gut. So, und jetzt mein Fazit zum Survival-Teil, und ich komme dann auch noch wegen Verbot einer Waffe dazu, meine Meinung dazu. So, das hier ist besser als nichts. Und der Vorteil ist natürlich, ich trage es hier am Arm, und wenn mir der Arm fehlen sollte und das wegfliegt, dann habe ich Pech gehabt. Aber wenn man jetzt tatsächlich aus irgendeinem Grund irgendwo in der tiefen Wildnis, die es in Mitteleuropa so in der Form ohnehin nicht gibt, aber ich stelle es mir jetzt gerade mal vor, weil es einfach cool ist, und ich habe alles verloren und ich komme da jetzt raus und habe dann noch mein Survival Bracelet, yeah! Dann kann ich etwas tun, wenn die Burschen vernünftig gearbeitet hätten. Würde ich das tragen? Nö, nie und nimmer. Ja? Würde ich, also zumindest hier in meinen Breiten, ja, oder im Buschkraftareal, nein, nie und immer, billige Eigenwerbung natürlich. Aber das hier, würde ich es tragen in Alaska? Vielleicht aber, wenn es gescheite Ausführung hätte. Aber du siehst, das ist so eckert und grausig und fürchterlich, also das ist nichts für EDC, zumindest nicht für mich. So. Und jetzt kommt dann der andere, also das ist meine Meinung dazu. Ja, das ist meine Meinung dazu, da hänge ich mir lieber ein Neckknife um, hier unterm Quant mit einem kleinen Feuerstahl dazu. Das kann man ja alles gleich in der Kydex-Scheide oder was auch immer einbauen. Und dann habe ich das hinter dem Hemd, das sieht auch keiner. Und dann habe ich genau dieselbe Funktionalität, nur das Pfeifferl habe ich halt nicht. Okay, also für mich ist das nichts. So, wegen verbotener Waffe. Ich weiß, es gibt Outdoor Edge. Outdoor Edge hat so ein Survival-Tool rausgebracht. Das wurde aber explizit zur Selbstverteidigung angepriesen. Und weil es ja ausschaut wie ein Gegenstand des täglichen Gebrauchs, nämlich ein Armband, und zur Selbstverteidigung gedacht ist, ja, und eben ausschaut wie ein normales Blitz, man sieht das nämlich nicht, dass da eine Klinge dabei ist, ja, könnte man das, oder hat das BKA für diese Outdoor Edge rausgegeben, dass es ein verbotener Gegenstand ist. Weil auch die Bezeichnung des Produkts den Unterschied macht. Ich weiß nicht, ich glaube es nicht, ich habe es zumindest nicht gefunden. Es gibt für das deutsche BKA, für das hier keinen Bescheid, für dieses Eckerte drum hier, ob das ein verbotener Gegenstand ist, wobei man sieht die Klinge von außen, das darf man auch nicht vergessen. Es wird als Survival-Tool verkauft, ja, und ja, aber ich bin kein BKA-Mann und ich bin da auch nicht zuständig dafür und ich weiß nicht, aber ob das jetzt, ob es dafür, genau für dieses Teil ein BKA-Bescheid gibt, dass das eine verbotene Waffe ist, hätte ich nicht gefunden. Musst aber selber entscheiden. Aber das sowieso ein Schaß mit Basteln ist, ist wurscht. Und wenn du in Österreich bist, eigentlich auch. So, das war's jetzt. Diese Teile noch einmal. Ja, von mir aus, wenn du unbedingt willst, damit du sagst, ja, ich brauche das, damit ich mich gut fühle. Nimm ein normales, damit du die Schnur mit hast. Hängt da irgendwas um, wenn es am Körper sein muss. Und die Sache ist geritzt und nicht irgend so ein Schaß mit Basteln. Das war's. Dein Kommentar bitte hier unten, das wäre sehr, sehr cool. Das übrigens, das war auf Instagram eine Frage, das heißt, folg mir auch auf Instagram, da gebe ich da unten den Link. Da kannst du mir ganz konkret in der Story sozusagen eine Frage stellen. Da klickst du da oben drauf auf meinen blöden Kopf und dann steht da, stell mir eine Frage und dann kannst du mir Fragen stellen. Das wird sehr häufig genutzt. Dort antworte ich auch, weil anders geht sich das nicht mehr aus. Kommentar schreiben, Daumen nach oben oder nach unten. Abo dalassen, yeah, danke. Hier geht's in meinen Shop. Bitte Eigenwerbung. Anderes Video. Es hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann. Bis bald. Und ciao.